Ihr könnt euren Standardsalat auch nicht mehr sehen, dann sind diese zwei koreanisch-chinesischen Salate genau das Richtige für euch. Zuerst brauchen wir zwei Eschstäbchen und platzieren unsere Gurke in der Mitte. Schneiden sie einmal längs an und von der anderen Seite einmal quer. So kriegen wir so eine spiralförmige Form. Das ist aber nur optional, also bei mir hat es auch nur einmal oder eineinhalb Mal richtig geklappt. Das dient dazu, damit die Gewürze und die Zutaten besser an der Gurke haften. Zusätzlich benötigen wir noch in feine Ringe geschnittene Frühlingszwiebeln. Für meinen ersten Salat habe ich 2,5 Gurken verwendet. Dazu gebe ich jetzt 2 Esslöffel Sojasauce, 1 Esslöffel Sesamöl, 1 Esslöffel Reisessig, 1 Prise braunen Zucker, 1 Prise Red Pepper Flakes, 1 Knoblauchzehe und meine Frühlingszwiebeln. Und optional ein bisschen Sesam. Und jetzt nur noch alles vermischen und fertig ist unser erster koreanisch-chinesischer Gurkensalat. Und guckt euch an, wie die Zutaten an der Gurke haften bleiben. Das zweite Rezept ist sogar noch einfacher. Dafür nehmen wir 2 bis 3 Gurken, die wir in grobe Stücke schneiden und bestreuseln diese erstmal mit ein bisschen Meersalz und stellen diese beiseite. Für das Dressing brauchen wir 2 Teelöffel Gochujang, 1 Esslöffel Sojasauce, 1 Esslöffel Reisessig, 1 Esslöffel Sesamöl, 1 Prise Zucker, 1 Knoblauchzehe und das alles erstmal vermischen. Verfeinern wird das Ganze mit Sesam und ein wenig Frühlingszwiebeln. Unsere Gurken sollten optimal 30 Minuten in Salz gezogen haben. Diese spülen wir dann ordentlich durch und geben sie in eine Schüssel. Dann geben wir nur noch unser Dressing hinzu und mischen alles. Und fertig ist unser zweiter koreanisch-chinesischer Gurkensalat. Und guckt euch diese 2 leckeren Salate an. Ich hoffe, sie schmecken euch. Bis zum nächsten Mal. Bye.